Das Thema heißt heute Schaumstoffschneiden für Wohnmobil- und Wohnwagenpolster. Und ich glaube, da ist immer das Problem, die vernünftigen, sauberen Schnitte hinzukriegen. Genau, das wollen wir heute mal versuchen und euch zeigen im Detail, wie wir das machen und ob das funktioniert mit diesen Gerätschaften. Ja, und wir hatten heute einen super schönen Sonnenaufgang. Jetzt regnet es mit diesen Utensilien, die wir hier in den Händen halten. Ja, damit gehen wir an den Schaumstoff ran und wir sagen, wir gehen ins Detail, ihr seid dabei und ja, auf geht's. Lass uns, komm, bevor du ins Messer kommst hier. Kathi, die schärft hier schon das Messer. Nein, die braucht nur die Klingen wechseln. Und mit so einem Scharfmacher hier schärfe ich jetzt hier dieses Messer. Dies hier, damit haben wir schon damals die Aluplatte runtergeschnitten. Ja, mit meinem guten Tranchiermesser. Das muss richtig scharf sein. Das werden wir als erstes versuchen. Man kann vielleicht auch einen Cutter nehmen, das ist aber nicht lang genug. Das heißt, oh, hör auf! Aber das wird noch nichts hier. Das reicht. Mhm. Nur wir versuchen den großen, warum nicht? Sollen ja auch mal große Sitze werden, ne, Kathi? Schön auf dem Esstisch, ne? Wird geschnitten und gearbeitet und gewerkelt. Kathi. Ja. Braucht man ja auch nicht abdecken. So, wir haben hier schon eine Schnittkante an beiden Seiten. Das haben wir mit dem Cutter erledigt. Das Stück haben wir jetzt schön auf den Esstisch gelegt, wie Axel das immer gerne macht, ne? Und hier sieht man schon, wir haben das schon einmal durchgeschnitten, allerdings mit dem Cutter. Also die Schnittfläche hier ist ja ganz gut, aber hier ist es natürlich sehr unregelmäßig. Wir versuchen das jetzt mal. Also wie Axel das immer macht, ne? Ja. Das ist ja echt so ein bisschen... Das ist unser Probestück sozusagen. Genau. Wir gucken, dass wir heute vorbeikommen. Und man sollte das Messer vorher mit Öl benetzen. Warte. Nicht so umklähen. Die kommt mit dem Tuch. Damit sich das Messer besser durch den Schaumstoff begeht. Also wir testen das ja nun auch alles hier das erste Mal. Wir benetzen nun das Messer mit Öl und hoffen, dass es dann besser durch den Schaumstoff schreitet. Das gucken wir mal jetzt genau an. Das ist ja auch verhältnismäßig dick. Kommen wir im Messer immer gerade durch. Jetzt hat das Öl, doch ist so ein bisschen Öl dran. Ja. Also jetzt haben wir hier den ersten Schnitt gemacht, weil das Messer so lang ist. Ja, da wird es jetzt... Man muss, also es muss richtig schneiden. Ja, da wird die Kante, also hier ist die Kante super. Ja. Hier unten ist sie dann schon. Also das Messer muss wahrscheinlich wirklich die Länge haben, ne? Das ist wichtig, dass das Messer die Länge hat. Also das ist jetzt so der erste Schnitt. Aber das ist wie beim Gyros, der erste Schnitt, ne? Ist immer der beste. Also wir nehmen hier Pflanzenöl. Das Messer ist jetzt auch echt scharf. Jetzt versuchen wir das hier, weil wir kommen ja kaum durch, ne? Also ihr könnt das, glaube ich, von der Länge hier sehen. Man muss also schon ziehen, es muss schon ein Schnitt stattfinden. Und jedes Mal beim Ansetzen. Ja, da. Ja, das. Ja, das liegen einfach, ne? Ja, man muss also wirklich. Wir können ja gleich mal gucken, wie das mit dem anderen. Das, Aber auf jeden Fall sind die Schnittkanten sauberer als mit dem Cutter. Aber zuerst gucken wir jetzt einmal, wie Kathi den Bezug näht. Kathi, du siehst ja gut aus, mit Maßband und allen bewaffnet. Genau, ne? Und mit dem schönen Schremperpulli hier aus der neuen Kollektion. Wunderbar, da kann nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen. Wir haben ja schon zweimal Polster bezogen und ich habe gesagt, ich mache das nie wieder, aber jetzt mache ich es nochmal. Und zwar haben wir einmal schon im Prinzip einen Schlauch genäht und mit Reißverschluss. Das war die eine Variante, die haben wir im Wohnwagen benutzt. Und im Wohnmobil haben wir das ein bisschen anders gemacht. Da haben wir auch einen Reißverschluss benutzt, aber da haben wir das anders zugeschnitten.
Aber das könnt ihr gerne, also wir verlinken euch die Filme mal oben in der Leiste, dass ihr sehen könnt, wie das funktioniert hat. Und jetzt möchten wir eigentlich ganz gern einen ganz einfachen Verschluss versuchen. Also ich habe das jetzt vorher ja auch noch nicht gemacht, für mich ist das jetzt auch das erste Mal. Und zwar kennt man ja diese Kissen mit Hotelverschluss. Und genau das wollen wir auch für dieses Polster versuchen zu machen. Das heißt, wir brauchen eine Fläche, also wir brauchen diese Grundfläche einmal und dann muss das halt sozusagen so rübergeklappt werden, dass man hier eine Öffnung hat, wo man das Polster nachher rein und raus nehmen kann, ohne dass man einen Reißverschluss oder sonstige Verschlussmöglichkeiten braucht. Ja? So, dazu werde ich jetzt gleich erstmal das Stück Stoff zuschneiden. Im Prinzip ist es ja so, man braucht halt, das sind 50 cm in der Breite und in der Höhe haben wir 10, das heißt 50 cm und 10 und 10, 10, 75 und hier haben wir auch 50 cm. So, um nochmal was zu den Maßen zu sagen, wir hatten ja hier jetzt festgehalten, dass wir ungefähr 75, 76 cm brauchen. Und hier ist ja, dieses Polster ist auch 50 cm in der Länge oder Breite. Das brauchen wir natürlich zweimal. Und um eben einen Überschlag zu kriegen, müssen wir natürlich hier noch 25 bis 30 cm zugeben, damit die sich nachher so überlappen. So, im Prinzip so, dass man hier nachher den Verschluss hat, wo man das Kissen rein und raus holen kann. Aber jetzt gucken wir erstmal wieder, wie es mit dem Schaumstoff zuschneiden weitergeht. Wir versuchen, kommt zum zweiten, kommt zu dem hier. Ja, den müssen wir auch einölen. Das denke ich. Können wir erstmal ohne versuchen. Geht aber durch wie Butter. Anderer Schnack. Das ist eine andere Geschichte. Das ist super. Das ist natürlich super, ne? Das ist super. Das sieht richtig gut aus. Also mit dem geht das richtig gut. Das ist das alte Schnittgerät von meiner Mutter aus den 80ern oder 90ern. SHG. Also sowas gibt es bestimmt noch. Das gibt es noch. Ja, kann ich, habe ich heute noch in der Werbung gesehen. Aber wir machen euch eine Verlinkung. Also der geht gut. Okay. Jetzt kommt die Krönung. Kreise sind ja immer besonders schwer. Wir werden als nächstes einen Kreis versuchen hinzukriegen. Ungefähr. So, wir versuchen mal was. Aber nicht, dass du mir einen Tisch sägst, ne? Da willst du aber jetzt was machen, wa? Also, ja, wir wollen mal hier gucken. Wir rein die Butter. Auch nicht in den Tisch zum Glück. So, ja, da habe ich etwas vertan, aber... Also im Großen und Ganzen? Ja, aber ihr müsst den Winkel genau gerade halten, seht ihr das? Das haben wir hier nicht gemacht. Man muss also schon gerade bleiben, sonst ist das schwierig. Also sprich, da müsste man nachschneiden. So. Und jetzt nochmal den Außenring. Also das geht gut. So. Ja, da ist unser Ring. Ja, wir zeigen euch nochmal, wie man hier jetzt vor diesem Blank, den wir ausgeschnitten haben, hier ist ja schon ein Ding jetzt drin, aber wie gut der hier durchgeht. Ja, also das ist ja schon eine richtig schöne Brotscheibe hier, ne? Und
ja, man kann hier jetzt einen schönen Schwamm draus machen. Das hier, das wird ein Schwamm jetzt für uns. Und den schneiden wir nochmal so durch. Also ich bin hellauf begeistert. Also man muss draufbleiben. Ja gut, hier ist jetzt unser alter Schnitt noch drin, deswegen. Aber das wird ein schöner Schwamm hier. Ne? So, und dann kann man da alles Mögliche draus schneiden. So, Kathi. Das sieht gut aus. So, jetzt können wir die richtigen Polster schneiden. Wir springen noch mal rüber zu dem Bezug. Nee. Ich schneide das Stück Stoff für das Sitzkissen jetzt zu. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade 75 cm gemessen. Ich nehme ein bisschen mehr, damit ich ein bisschen mehr Luft habe. Ich nehme ruhig 80 cm. Und mache hier einen Strich. Jetzt hier einen Schnitt rein. Und dann reiße ich das einfach ab. Weil ich dann den Fadenlauf nehme. So. Den Fadenlauf? Was ist das Fadenlauf? Man kann eben einen Stoff reißen in einer Richtung, damit der gerade ist. Also sonst müsste ich ja immer abmessen. Ich glaube, das ist der Fadenlauf. 1 Meter und dann nochmal überlappend sind 25. 1,25. Ich nehme hier auch lieber 1,30. Hier. Jetzt ist schon wieder die Schere weg. So kann man den Stoff nämlich nicht reißen. Also nur in der einen geht es, hier kann man ihn jetzt nicht reißen. Da muss ich ihn jetzt schneiden. Und da Axel ja hier so ein schönes Pfeil hat, werde ich es mir mal zunutze machen. So. Und da schneide ich jetzt dran lang. Das sieht auch schon gut aus. So, jetzt werde ich gleich mal meine Nähmaschine aufbauen, weil ich werde jetzt, hier ist zum Glück eine Webkante, das heißt, dieser Stoff rivelt nicht auf, dann kann ich das schon nutzen. Und an der anderen Seite muss ich aber eben einen Saum machen, weil das ja auch hier so rübergelegt wird. Und sonst würde das aufribbeln. Während die Kathi hier im Hintergrund aufbaut, ja, da würde ich mal sagen, wenn euch das Ganze gefällt, gebt uns gerne einen Daumen hoch und lasst gut. Hier unten ist der Hund. Wir sagen, wenn euch der Film gefällt, gebt uns gerne einen Daumen hoch, empfehlt uns weiter und wir bedanken uns auch für die ganzen Nachrichten. Leider können wir nicht alle beantworten, weil das einfach zu viel geworden sind. Aber wir finden es immer wieder klasse, dass ihr einschaltet, dass ihr guckt. Hier und da antworten wir auch. Wir versuchen da ein bisschen hinterher zu kommen. Und ja, und weiter geht's hier mit der Kathi. Die fängt jetzt an zu nähen. Ne? Genau, so, und ich kümmere mich ein bisschen um Lasko. Das rattert jetzt. Jetzt ist es oben gesäumt. Unten haben wir die Webkante. Und weißt du, wen wir noch hier unten haben? Ja, Maschine. Da liegt einer. Tot erschlagen, immer mitten zwischen uns. Den mussten wir erstmal die Pfoten waschen. Der war nämlich pottendreckig, weil der kam draußen aus dem Regenwetter rein. Wir schauen uns jetzt nochmal an, wie wir den Schaumstoffblank jetzt richtig zugeschnitten haben. Ja, wir haben uns hier so eine Winkellehre, ne? Hier haben wir auf 0 Grad. Stellen wir die hier, da ist so eine Anzeige drauf. Diesen hier, ne? Den stellen wir hier einmal auf 0. Das heißt, jetzt haben wir hier einen 90 Grad Winkel, können wir den hier anlegen und jetzt können wir hier gucken nach der Länge. Wenn wir da nicht unbedingt vorbei hämmern wollen, ziehe ich jetzt hier einen Strich. Ja, das gleiche können wir da auch nochmal machen. Hier haben wir unsere Rötzelkante. So, naja, hier haben wir ein bisschen oben verkantet, ganz bisschen, aber fast gerade, ganz bisschen schief, aber minimal. Ja, jetzt versuchen wir das neu.
Und zwar halte ich den jetzt hier, wir haben ja so einen zusammenschiebbaren Tisch. Die Dinger kommen dann auf dich zugeschoben, ne? Das weißt du, ne? Ja, auch auf der Workmate dann machen oder sowas, ne? Ja, das stimmt. Oder auf Kadis Tisch. Oder auf Kadis Tisch. Oder auf Kadis Tisch, ne? In der Workmate. Wie heißt das? Workmate. Ja, die von deinem Papa. Ja, genau. Und nun wollen wir mal gucken. Und ich halte den jetzt gerade. Dass ich das jetzt mache hier, ne? Das ist ja eigentlich Zweinerei. Pass auf, ich muss den ja nun auch gerade halten. Das heißt, ich muss ja auch weiter weg. Ja, weil sonst musst du drinnen in der aufhören. Versuch mal weiter. Das ist dann schief. Ja, das ist, weil ich den natürlich unten danach nicht mehr halten konnte. Aber hier vorne sieht das gut aus, hier. Einen geraden Schnitt hinkriegen, das ist das Schwierige wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir sind ja am Testen. Also mit dem geht es schon wirklich gut. So. Stellen wir hoch. Vielleicht auf der anderen Seite auch, weil ich brauche ja... Ja. Wir versuchen das jetzt. Halt den mal so. Bisschen so schräg, so. Aber nicht in meinen Tisch rein. Nee, pack doch mal so einen Schaumstift drunter. Wir haben ja genug Stücken. Nimm den großen, der ist ja auch gut. Unser Flatterstück. So, da kann ja nichts passieren. Der sieht gut aus. Das sind die Schnitte, die wir haben wollen. So, seht ihr das hier? Der ist schön gerade. Dann machen wir da nochmal einen. Thanks. Super. Da können wir auch so ein. Das werden wieder Schwämme hier. Schöne große Schwämme. Ne? Da mache ich Schwämme. Also egal, wir machen ein Sitzkissen. Für den Alten. Ein wunderbarer Schnitt. Läuft wie geschnitten Brot, würde ich sagen, ne? Fertig. Aber man muss echt genau draufhalten. Ah. Super. Der ist gut. Die sind echt gerade hier. Ne? So, hier, da, könnt ihr sehen. So auf der Längsrichtung, da sieht man es am besten. Also hier sieht man das. Also das ist ein guter Schnitt, das ist ein guter Schnitt. Das waren die anderen Schnitte, ne? Ja. Da sieht man das hier. Den können wir nochmal. Genau. Wird immer kleiner, das Sitzkissen. Das ist gleich nicht mehr für deinen Popo. Und da knapp dran vorbei. Das Problem ist, wirklich, wenn das hier dünner wird, dann drückt er sich anders zur Seite. Aber das geht. Es geht, also das ist auf jeden Fall... Also da sieht man noch, das ist noch ein Alter, aber der ging. Das ging. So. Viele tausend Schwämme für dich, Axel. Kannst ja putzen, was das Zeug hält. Jetzt gucken wir mal, ob das Zeug brennt oder ob es von alleine ausgeht. Wenn es von alleine ausgeht, haben wir hier Brandschutzklasse P. 1, ne? Das hab ich irgendwo gelesen mit P1 hier. Und dann können wir das sogar unter das Armaturenbrett stopfen zum Dämmen, ne? Damit nicht so viel Geräusch reinkommt. Das gucken wir uns mal an. Bevor wir zu den Feuerproben kommen, gucken wir nochmal eben zu Kathi, weil die ersten drei Aufnahmen wurden nichts und sie musste den Text immer wieder neu sagen. Ey. Was? Ich hau dir gleich den Arsch voll, ne? Wieso? Meine Güte, ist das anstrengend. Das ist nicht anstrengend, das ist Film. Ja. So, jetzt kannst du loslegen. Gut. Danke. Bitte. Für wir haben jetzt dieses Verständnis. Du bist echt doof. Wir haben jetzt dieses Blank hier und ich will da ja jetzt sozusagen Maß nehmen und rumnähen. Dazu werde ich das gleich in Plastik einpacken, aus dem einfachen Grund, weil ich das auf links nähen werde, damit ich genau die Maße habe und es anpassen kann. Das heißt, der Stoff ist innen und wenn ich dieses Blank, ich muss das ja so und so, oh, das ist knapp hier. Du hast den Saum doppelt geklappt. Ja, also ich werde das jetzt hier abstecken. Genau, wir haben die Nadeln hier festgemacht, wir haben das sozusagen den Überstand genommen und so ungefähr auf der Hälfte eine Nadel fixiert, damit ich jetzt weiß, wo ich eine gerade Naht setzen muss. Dann weiß ich, dass das meine Kante ist. Erstmal kurz
10 cm von der Kante. Von der Kante werde ich jetzt hier eine gerade Naht nehmen. Da merkt man schon, dass es schwierig auf der Haut zu schlagen ist, wenn es nicht in Plastik ist. Selbst wenn gar keine Naht genäht ist, nur eine Nadel rumsteckt. Also. Und gehen in den Sack. Genau. Einfach mit einem Gratstich lang gerattert. Gratstich? Gratstich. Also kein Zickzack, sondern einfach gerade. Gerade mal wächen, ne? Und vorne natürlich verriegeln. Mal so reinzustecken. So. Und so, warte mal drüber. Hier so. So. Wenn der Fehler da rumkommt, ne? So. Da weißt du jetzt gleich, wo du abnehmen musst. Ja, genau, das denke ich mal. Hier hatte ich jetzt zu viel Stoff genommen, das schneide ich jetzt mal ab, damit ich es gleich nicht unter der Maschine habe. Ne? Das ist ja jetzt auch erstmal ein Prototyp. Ja. Diese Ecke hier rausarbeiten. Oder Axel? Oder Kathi? Klebst du jetzt genau parallel ab, dass du dann nachher... Genau, dass ich da nachher sozusagen weiß, es muss, weil das ja jetzt in dieser Folie eingespannt ist. Und, aber so habe ich jetzt erstmal die Ecke. Jedenfalls müssen die Klebebänder so ein bisschen aneinander kleben, damit das nicht verrutscht. Ne? Also hier vorsichtig reingreifen. Genau, vorsichtig reingreifen und rausnehmen. Bei den Kleinkisten. Hier sieht man, wie schön entspannt Lasko hier liegt und die Dreharbeiten verfolgt zwischen den ganzen Gestänge und Axel hier die ganzen Sachen rauf und runter schiebt. Und Lasko muss nur aufpassen, dass er das Teil nicht auf die Schnute kriegt. Gustav, alles klar? Der will raus bei dem schönen Wetter, aber es geht im Moment nicht. Da kann er nur aus dem Fenster gucken, wer da alles bellt und kläfft. So, die Ecken, die ich jetzt hier genäht habe, die schneide ich ein, damit das nachher nicht so viel Stoff ist, beziehungsweise die schneide ich ab. Einfach so einmal rüber. Weil im Stoff sieht es ja, im Kissen ist ja egal, wie es da aussieht. Jetzt wollen wir den Vogel mal hier in die Haut schlagen. Ich glaube, das geht so am besten. Aus Ecken kommen. Gut. Jetzt geht's zum. Jetzt kokeln wir mal ein wenig. Auf geht's mit Kokeln. Jetzt kommt unser Brandtest. Zünden wir den einfach mal an und gucken, ob der ausgeht. Mit der Brille sehe ich gar nichts. Also der scheint. Qualmt, aber er geht nicht von alleine aus. Bruh, der stinkt irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist nicht kein PE. Irgendwie weiß ich auch nicht, was für ein Schaumstoff das ist. Aber er ist offenporig. Und naja, als Bett geht es. Aber er brennt zumindest. So, ja, wir haben hier noch einen gelben Kunststoff. Da wollen wir auch mal eben gucken, wie und ob der brennt. Aber es scheint Kaltschaum zu sein.
Der brennt halt. Nicht wahr? Qualmt auch ordentlich. So, hier haben wir einen vom Dämpfstoff. Wir bilden euch die Bilder hier ein. Mal gucken, wie der brennt. Der sollte eigentlich nicht brennen. Ja, da sehen wir ganz deutlich, dass der ausgeht. Der erlischt selber. Aber noch richtig brennt auch nicht mehr, wa? Doch, er geht aus. So, diesen hier haben wir auch noch da. Das ist dieser Terrosun mit Klebefolie. Den testen wir auch noch mal. Na, na. So. So. Oh, er klebt ja wie Teufel. Mal gucken, ob der brennt. Der ist ja extra für Autos. Der dürfte auch gar nicht brennen, ne? Also der geht. Sobald man die Gasflamme wegnimmt, geht er auch sofort aus. Also der brennt auch nicht, ne? Wo man so einen Schaumstoff herkriegt. Dies hier ist zum Beispiel eine alte Matratze gewesen, die nicht, ja, die haben wir mal ausgemustert. Aber für Schwämme und für so ein bisschen Polstern an den Kanten ist der noch gut. Da ist der ja noch stramm. Und dies hier sind ja zum Beispiel gerade Stücke, ne? Kleines Polster, dazu haben wir eine schöne Armlehne. Ne? Aber nun gut, wir haben uns auf die Suche gemacht nach noch anderen Schaumstoff. Und siehe da, ne, kommt euch dieser hier bekannt vor? Ja, die Unterlage, ne, womit ich immer unterm Wagen hergekrochen bin. Diese grün-weiß gestreifte, das gucken wir uns mal eben an, wie ich den Vogel hier aus der Haut geschlagen habe. Ja, und das ist auch ein Schaumstoff, Da kann man dann auch was draus bauen, zum Beispiel Filter. Ne? Ich habe schon mal einen Luftfilter daraus gebaut für Motorrad. Ja? Runde Kreise schneiden, übereinander kleben, ne? Und dann hinten Deckel drauf und dann ist das schon gut. Ne? Das geht auch. Ne? Wir haben mal geguckt, was so etwas kostet. Und so ein Blank, der war 60 cm breit, glaube ich. Und wir haben 90 cm lang und so 12-15 cm dick. Da seid ihr nur für den Schaumstoff im zugeschnittenen Zustand schon 30, 40 Euro los und ihr braucht noch eine Rücklehne. Und wenn ihr das dann noch mit Stoff beziehen lasst, dann seid ihr bei 100 Euro für ein so ein Kissen. Ne? Und das mal 4 oder 5, dann seid ihr mit 4, 5, 600 Euro dabei. Ja, das geht ganz gut. Ja, so. Wir haben den Vogel jetzt ordentlich in die Haut geschlagen. Da muss man echt zucken, schlagen, hoppeln, toppeln. Und ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Der sitzt jetzt hier soweit gut drin. Hier hinten ist der Überschlag. Der ist ein bisschen knipsch geworden, aber wir sind zufrieden. Mit der heißen Nadel genäht. Wir wollen es ja auch einfach nochmal ausprobieren. Das will ich meinen. Genau. Sieht einigermaßen aus. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein wenig helfen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und wir sagen bis denn, Osterhenne und Tschüssi. Genau. Und schaltet wieder ein, wenn es da heißt. Wir gehen ins Detail und ihr seid dabei. Tschüss. Bis dann.